Liebe Zuschauer, jetzt ist es an der Zeit, Sie in die wohlverdienten Weihnachtsferien zu entlassen. Im Namen des ganzen Teams wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine friedliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Und natürlich bedanken wir uns auch für Ihre Treue, die Sie uns das ganze Jahr über entgegengebracht haben. Wir sehen uns wieder am 11.01. und verabschieden uns jetzt bei Ihnen mit unseren Bildern des Jahres 2012. Unser Bild der Woche, das sind die Chefs von Jim Beam beim Interview mit den Kollegen von der FDD. Der ganze Tisch voller Whiskyflaschen. Aber wir fragen uns, wieso trinkt der Jim Beam-Chef Wodka? Kommen wir zu unserem Bild der Woche. Das ist diesmal Actionstar Bruce Willis, wie er für die Wodka-Marke Sobieski wirbt. Neben ihm Wodka-CEO Krzysztof Zielinski. Das ist mal ein Name, den man auch besoffen gut aussprechen kann. Das Problem von Bruce Willis, er hat sich als Gage für den Werbespot in Aktien der Wodka-Firma bezahlen lassen und jetzt ist die Firma so gut wie pleite. Wir sagen, nimm es nicht so schwer, Bruce. Wir haben alle schon mal Mist gebaut, wenn Wodka im Spiel war. Unser Bild der Woche, das ist das hier. Der Flughafenbetreiber Fraport schafft den Euro ab. Und zwar das große Euro-Symbol am Eingang von Terminal 2, das dort seit der Einführung des Euro steht. Grund, das Symbol würde es nicht mehr durch den TÜV schaffen, erklärte ein Flughafensprecher. Ist das nicht wunderschöner, zersetzender Humor? Unser Bild der Woche, Harmoniewochen bei Air France KLM. Das Bild zeigt KLM-Präsident Hartmann und Air France-Chef de Gignac bei der Bilanzpressekonferenz. Das harmonischste Führungsduo in Europa seit Angela Merkel und Mario Monti. Unser Bild der Woche ist die neue Werbeanzeige der Düsseldorfer M&A-Beratung JenaCon. Sie sehen ein Bild, Sie sehen darunter die Namen der einzelnen Mitarbeiter und dann die Bildquelle, wie das Bild heißt. Schauen Sie mal hier unten. Idiots. Wenn das eine Form des selbstironischen Guerilla-Marketings ist, großes Kompliment für diesen Scoop, liebe Kollegen aus Düsseldorf. Falls nicht, und das halten wir doch ein bisschen für wahrscheinlicher, selten hat eine Bildunterschrift so gut zur Anzeige gepasst. Kommen wir immer zum Schluss zu unserem Bild der Woche. Das ist diesmal eine kleine Bildergeschichte von uns für Sie. Wir erklären Ihnen die Eurokrise am Beispiel der Concordia. Der Fels, den Sie hier drüben sehen, das ist die globale Finanzkrise. Wir Europäer haben gedacht, wir können da ganz elegant rumschippern, aber hat leider nicht ganz geklappt. Dann sind wir aber schließlich doch auf Grund gelaufen und abgesoffen. Hier unten an Steuerbord, da sehen Sie es, wo es unten ist, da sind die Griechen und die Portugiesen, die sind schon abgesoffen. Und wir und die Franzosen, die AAA-Länder, die gerade eine Party gefeiert haben, als das Schiff auf Grund lief, befinden sich auf der Backbordseite. Wir sind jetzt zwischen dem einströmenden Wasser und der Bordwand gefangen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt in die Rettungsboote oder schneiden ein Loch in die Bordwand, um zu entkommen. Aber die Offiziere haben eine andere Idee. Sie versuchen, das Wasser von unten, von Steuerbord nach Backbord zu pumpen, um das Schiff so wieder aufzurichten. Derweil lockt das Spektakel eine ganze Menge Schaulustige an. Das hier unten, die Kollegen in dem tollkühnen, kleinen, wendigen Boot, das sind die Kroaten, die sogar überlegen, ob sie da nochmal schnell an Bord springen wollen bei der Euro Concordia. Die beiden Rettungsschiffe hier an der Seite, das sind die Chinesen und die Amerikaner. Die überlegen noch, ob sie löschen sollen. Was sie dabei haben, eine ganze Menge Liquidität. Aber Liquidität, davon gibt es an der Euro Concordia natürlich mehr als genug. Denn auf der Brücke, das weiß jeder, da steht ein Italiener und der heißt Mario. Am rechten Bildrand hier oben, da dümpeln derweil die Schweizer mit ihrer Luxusjacht und schauen sich das Ganze relativ entspannt aus sicherer Entfernung an. Und jetzt raten Sie zum Schluss mal, wer das hier oben ist. Richtig, das sind die Briten, die machen sich auf dem Staub nichts wie zurück auf ihre schöne kleine grüne Insel. Unser Bild der Woche, das ist der aus seinem Panic Room gezogene Internetprolet Kim Schmitz. Da ist dem FBI wirklich ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Und auf seinem Anwesen haben sie auch eine ganze Menge Luxuskarossen gefunden mit Autokennzeichen wie CEO, God oder Police. Was sie erstaunlicherweise nicht gefunden haben, war ein Auto mit dem Kennzeichen Idiot. Unser Bild der Woche, zu Ehren von Mario Draghi, Big Phil, die größte Goldmünze Europas. 30 Kilo wiegt das Teil. Und wir fragen uns, wann der Erste mit Big Phil zum Bäcker geht, um seine Brötchen zu kaufen. Zum Schluss wie immer unser Bild der Woche. Das ist diesmal der US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney beim Fototermin. Dummerweise haben die beiden Kinder links die Position vertauscht. Aber danke Kids, dank euch wissen wir jetzt, worum es wirklich geht im US-Wahlkampf. Unser Bild der Woche, das neue iPhone. Laut Schätzung von US-Ökonomen könnte der Marktstart des Handys im vierten Quartal der US-Wirtschaft einen Wachstumsschub von 0,5 Prozentpunkten bringen und damit über ein Viertel zum gesamten Wachstum beitragen. So eine Volkswirtschaft kennen die Finnen auch.